Heißt nicht zufällig Ottenhain, der Ott. Vielleicht der Hain vom Ott. Ott, das ist wie eine Durchfahrt. Porta? Ja. Westfalica in Deutschland. Genau. Mir damals schon mal, was ein Schwachsinn. Ein Hafen? Da? Wo? Irgendwo? Ja, dort? Genau. Warum stellt man dieses Schild hier auf? Ja, und kurz darüber ist ja der Ort, wo wir hinwollen. Ja. Genau. Ist nicht mehr weit von hier, aber man soll dementsprechend hier nicht weitergehen. Ja. Ja, zu den richtigen Orten, sondern so wie so. Da fährt kein Bus hin. Das ist auch kein Parkplatz. Genau. Aber wir haben überlegt, wir sollten vielleicht demnächst auch hier Führung im Harz anbieten. Ja, da müsst ihr nur eure Fahrräder mitbringen. Genau. Oder. Festgestellt, das muss ich euch mal zeigen, das fand mir jetzt gerade sehr amüsant, dass wir unsere Drahtesel sind in den alten Farmen. Ne? Ich meine, ich hatte das ja damals auch so gewählt, aber schaut mal, das sind dann sozusagen. Die Reichshäuser, ne? Ich fand es auch einfach attraktiv. Darüber nachgedacht habe ich noch nie bis zum heutigen Tage. Genau. Wir sind jetzt hier direkt an den Wolfsklippen. Genau hier kreuzt sich, hier oben auf dem Gipfel, kreuzt sich die Linie mit dem Heiligtum der Elm. Genau hier, geradewegs. Hier schaut er mal. Da seht ihr das. So, jetzt kurz die Reichshäuser nach oben heben. Lässt sich aber schwer feststellen, da das GPS hier nicht funktioniert. Also das lässt sich nicht ermitteln. Marcel versucht das hier gefühlt seit einer halben Stunde. Läuft er hier immer mehr gestresster auf und ab. Da hinten seht ihr ihn und er versucht den Mittelpunkt zu ermitteln, was nicht geht, aber wir stehen hier halt so ungefähr. Ja, ich grüße euch, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt hier wieder im Harz unterwegs. Und wen muss ich hier treffen? Nein. Hier kommt der Ahornblätter auf dem Parkplatz. Genau. Wer ist hier so? Wir haben uns nämlich getroffen. Hier bin ich ja. Warte, jetzt muss ich mal. Das passiert, wenn man so ein paar Tage hier nicht mehr filmt hier. Warum dreht das sich jetzt hier nicht mehr hier, diese ganze Geschichte hier? Ach so, jetzt hier, gucke. So, da sind wir. Ja, wo ist er jetzt hier? Halt. Da. Der Niklas und der Marcel. Heute wieder unterwegs. Und ja, heute erforschen wir mal gemeinsam einen energetischen Punkt vom Heiligtum der Elben. Weil wir hatten ja im letzten Video, ich glaube das war Teil 1.5, noch diesen Kreis entdeckt, mehr oder weniger, und ich war noch nicht da, Niklas war noch nicht da, und heute lassen wir uns einfach mal spirituell leiten, ja, und schauen mal, was uns dort dieser energetische Punkt uns bringt, ja, und was dort verborgen ist. Und hier im Hintergrund, seht ihr ja, sind wir, wo starten wir jetzt hier? Am Hotel Wolfstein, also ganz standesgemäß der Wolfstein, ja. Wenn denn die Wölfe jetzt durch die Wälder ziehen. Wo bist du jetzt, Niklas? Also mich sieht man gerade, glaube ich. Ja, aber mich nicht. Der richtet sich, da ist es wieder. Macht sich selbstständig. Genau. Achso, kein Gesicht erkennt. Der hat so eine Gesichtserkennung drin. Naja, so ist das halt. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz, wo wir jetzt hinfahren und wie wir jetzt da hochfahren. Und dann sehen wir uns gleich. So, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt hier, ich zeige es euch einfach mal hier auf dem Telefon. Wir sind jetzt genau hier an dem Punkt. Und ja, die Siedlung
wo wir jetzt hier in der Nähe stehen, schaut mal selbst, heißt nicht zufällig Ottenhain, der Ott, vielleicht der Hain vom Ott, denn wir haben genau auf dieser Linie, die ich euch im Heiligtum der Elm gezeigt habe, haben wir hier diesen Berg. Und wenn wir das jetzt mal ins Profil nehmen, seht ihr das, dass es eine Anhöhe hier ist. Und schaut mal genau hier, da seht ihr das, diesen Kreis. Und dieser Kreis, der durchkreuzt genau diese Linie. Also diese Linie von der Canossa-Säule über die Stapelburg, über diesen Ring und dann kommt die Stapelburg und dann dort weiter hinten kommt das Heiligtum der Elben in Löstau, durchkreuzt genau diesen Punkt. Ja, und den wollen wir heute erforschen und uns einfach mal dort spirituell leiten lassen. Ich weiß gar nicht, was uns da erwartet. Wir fahren dort einfach mal hin. Und wenn ihr genau hinschaut, das sieht so ein bisschen aus, der Niklas sagte gerade auch, das ist wie so ein Ampelmännchen. Ja, und schaut mal hier. Wirklich hier, als ob das ein Ampelmännchen und so ein Männchen ist, was läuft. Ja, also hier haben wir hier den Kopf, dann haben wir hier die Arme und hier unten haben wir die Beine. Also, meine lieben Freunde, das ist doch kein Zufall, oder? Das sieht so richtig erleuchtet aus, der Ampelmann. Genau, ja, aber... Und er läuft auch Richtung Ottenhai. Ja, also er läuft runter ins Tal, so, wenn man das jetzt genau so betrachtet. Und das sind keine Zufälle. Ja, und wir bewegen uns, heute sind wir mit Fahrrad unterwegs. Und bewegen uns jetzt einfach mal Richtung dieser Anlage, dieses energetischen Punkts. Und wir schauen einfach mal, was uns dort erwartet. Ja. Jetzt sind wir hier auf dem Weg. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen umgebaut hier. Und jetzt geht's auf. Auf. Glück auf. Wenn man im Harz so schön sagt. Ja. So. Genau. Man sieht, ich kaue immer noch. Ja. Ja, so, mal gucken, was uns heute erwartet. Und ich hoffe, das ist auch die richtige Strecke hier. Oh, da vorne, das Reh ist eben über den Weg. Hast du das gesehen? Ja. Was ein Zeichen. Wir machen die Kamera an und ein Reh kreuzt unseren Weg. Genau. Müsste auf der Kamera sein jetzt, ne? Das müsste drauf sein, ja. Aber wir sind auch, liegen auch überall behauene Steine, ne? Ja. Und hier drin, guck mal, hier ist wieder ein Plateau auch hier drin. Ja, guck mal auf, wo halt die Bänke waren, da haben sie uns Steine rausgenommen, ne? Weil sie dann gemacht waren. Ja. Da haben sie guck mal, hast du das hier gesehen? Ja. Das ist ein Messpunkt. Sieht aus wie ein Messpunkt. Ja. So. Es scheint eine alte Mühle zu sein. Das ist auch nicht alle Tage. Nee. Ja, da sind wir wieder. Schaut euch das mal an, was wir hier für wundervolle Dinge finden. Mitten im Wald. Und hier sind unsere Rösser. Ja. Da fließt der Bach. Kurzer Halt. Ja, und hier? Haben wir so eine wunderschöne Hütte gefunden. Mal gucken, was das für eine ist. Ja, es kann sein, dass das hier was mit Wasser zu tun hat, dass hier noch was drin ist. Ne? Hier hast du den, das sind ja immer die Wasser. Ja, genau. Anlagen hier. Ja, das ist ja Trinkwasser, Speicher, ne? Ja. Das ist eine Trinkwasserleitung. Dass die da direkt gemeinsam genutzt für Jagd und alles weitere. Aber es hat so bald ein bisschen was von so einer alten Mühle, ne? Vielleicht ist es einfach, will man es damit sagen, weil, guck mal hier, das sind ja alles bearbeitete Steine, die wir hier haben. Ja, man hat die Steine ja immer aus den Bächen oft genommen, weil sie da schon gewaschen waren. Da hat man die Steine genommen zum Bauen, die hat man dann noch ein bisschen bearbeitet. Und hatte dadurch auch weniger Arbeit. Also wenn man Steine suchte zum Bauen, dann musste man nur in solchen alten Flusstälern gucken, da hat man die zuhauf gefunden, wie man hier schon sieht. Schön gewaschen, bearbeitet, einfach rauszunehmen und hier wurden, dann konnte man dementsprechend einfach überall schon gut gefertigtes Material abholen. Dann guck ich mal, wie das Quell, was für eine schöne Frequenz das hat.
traumhaft. Ja, das macht schon fast Sinn, ne? Dass dann hier vielleicht sogar der Fluss, wenn man bedenkt, dass die Auen, die Täler von den Wasserpegeln her viel, viel höher waren, dann war das hier schon ein reißender Wasserfall. Mhm. Und dann macht natürlich dieses Häuschen Sinn, dass hier ehemals ja, so eine Art Mühlensiedlung war oder irgendwas, ja? Und ihr müsst ja auch irgendwie im Verständnis verstehen, wir sagen jetzt nicht, dass das jetzt die alte Mühle ist von damals, aber wir haben immer Ortsenergie und Dinge müssen sich einfach wiederholen. Richtig, genau. Da, wo einmal was war, da kommt das wieder. Das wird irgendwie immer wieder erstellt. Der Mensch handelt nach dieser Energie unbewusst und ist halt eigentlich so ein bisschen, ja, der Handlanger oftmals, der genau die Dinge wieder erstellt, damit sie eben nie untergehen können, damit sie immer wieder sichtbar werden. Und das seht ihr ganz viel an den, wie heißen die Straßennamen, was ist dort gebaut, ist da der Schützenverein, was war da früher? Die Ortsnamen, genau, ja, die Sagen dazu. Und du siehst ja auch hier, das ist irgendwie alles ausgespült hier. Siehst du, das ist ein größeres Tal. Hm. Ja, und dann war es wahrscheinlich, irgendwann war das Wasser weg und dann ist einfach nur die Siedlung geblieben. Und wenn man im Harzer Vorland halt so diese Felder sieht, die dann so wellenförmig oft laufen, und das sind diese alten Meeresbewegungen, die man da halt sieht. Genau. In diesen auf- und ablaufenden flachen Tälern. Ja. So ist das. Man muss auch mal nichts sagen, ja, und man spürt es einfach, ne? Mhm. Aber du siehst auch, guck mal da oben, warte, ich drehe euch mal um, ihr seht auch hier, hier muss auch irgendwie so eine Art Wasserleitung langlaufen, Harzwerke Hildesheim. Ja, die ziehen das Wasser überall ab, ne? Ja, aber schau mal hier oben, das ist ja wieder so eine Schlucht hier. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Stück weiter hochgehen, mal einen kurzen Schritt hoch machen, und dann siehst du ja schon, dass da das nächste, der nächste Pfahl steht. Also haben die das Wasser natürlich klar auch abgezogen. Ja. Und das ist ja das, Niklas, was ich auch immer wieder sage. Das habe ich auch im letzten Video auch schon gesagt, meine Freunde. Und diese Sachen hier, die wir jetzt hier gerade sehen, das ist das, was ihr bezahlt. Mhm. Und gleich daneben, hier hinter Niklas, fließt es kostenlos. Mhm. Frei, für jeden Menschen verfügbar. Und irgendwann hat man dann diese Leitung hier gelegt und diese Anlagen dann gebaut. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir sind jetzt ein Wasserzweckverband und wir verkaufen euch jetzt ab sofort das Wasser, weil nur das Wasser ist sauber und das, was aus dem Bergquell kommt, könnte immer ja, vergiftet sein oder nicht gut sein oder schlecht sein. Und das will ich euch damit sagen, dass sie einfach die Urquellen nutzen und diese Quellen dann verkaufen. Ja, und es würde hier viel mehr Wasser runterkommen an diesen Bergen. Das ist halt alles unterirdisch schon angebohrt und überall laufen Leitungen. Ich war ja im Forstamt, ich weiß, überall, wo die Maschine mal fährt, die stößt auf diese alten Dinger. Man sieht ja überall diese Anlagen, die ziehen das Wasser halt an den Bergen schon ab. Auch diese Bäche, die sind ja so tief eingelassen und da kam viel mehr Wasser runter. Dieses ganze Wasser wird ja weggenommen hier für das vorliegende Siedlungsgebiet und weit darüber hinaus wird es ja über Leitungen gepumpt und es ist unglaublich viel Wasser, was ja überall abgeleitet wird. Man sieht das meistens auch an Quellen. Die meisten Quellen, wo ich kenne, da ist immer irgendwo in der Nähe noch so ein Wassersammelbecken, wo das dann halt gesammelt wird, wo es dann abgeführt wird. Und also es gibt kaum Orte, wo das eben nicht so gehandhabt ist. Genau. Ja, das sind dann diese ganzen Vertiefungen, die wir auf den Feldern auch sehen, durch diese industrielle Landwirtschaft. Die legen ja auch gleichzeitig diese ganzen Auen trocken. Ne? Und wir reden ja... Ja, manchmal, das werdet ihr jetzt demnächst sehen. Ich glaube, in der nächsten Woche habe ich schon den nächsten Termin, da bin ich dann unterwegs. Da fahren wir dann Richtung Lostau mit dem Kanu, den Elbauen entlang. Und da seht ihr dann, dass diese Überbleibsel der alten Auen manchmal einfach nur 20 cm tief sind. Und wenn ihr so ein altes Langschiff, so ein Plattbodenschiff habt, was nichts jetzt mit dem sogenannten Langschiff zu tun hat, was jetzt seetauglich ist, sondern es gab auch Schiffe für die Auen. Das hat man jetzt kürzlich auch, wo war es? In Arendsee hat man ein größeres Langschiff gefunden, ein Plattbodenschiff, wo man eben halt eben die flachen Auen auch fahren konnte. Und
Wenn ihr diese Täler seht, die teilweise künstlich angelegt sind, dann hat man eben den Grundwasserspiegel bzw. den oberen Wasserspiegel gesenkt. Und durch diese Absenkung habt ihr natürlich dann diese Auen auch nicht mehr. Und dann konnten die natürlich dann auch die Wiesen für Ackerbau und Viehzucht dann nutzen. Und so ist das entstanden. Und hier tut man es ähnlich. Hier legt man einfach Wasserleitungen runter und ja, sagt dann, wir können es euch verkaufen. Ne? Ja, es kommt viel weniger Wasser in den Bächen hinab. Ne? Genau, genau. So. Also, wir machen uns jetzt wieder auf der Reise, ne? Ja. Ja, war so ein kleiner Punkt, den wir euch hier zeigen wollten. So, und dann geht es hier rauf aufs Ross. Ich stecke euch mal hier rein. Oder hier machen wir eine kurze Pause, wir sehen uns gleich. So, meine lieben Freunde. Der Niklas ist uns mit den Reichsrössern mal vorausgefahren. Ja, ja. Wir haben gerade festgestellt, das will ich euch mal zeigen, das fand mir jetzt gerade sehr amüsant, dass wir unsere Drahtesel sind ja, in den alten Farmen. Ne? Ja. Ich meine, ich hatte das ja damals auch so gewählt, aber schaut mal, das sind dann sozusagen die Reichsrösser. Ne? Ich fand es auch einfach attraktiv. Darüber nachgedacht habe ich noch nie bis zum heutigen Tage. Genau. Da haben wir die gleichen Fahrräder, das ist ja die erste Tour. Und die quietschen auch noch gleich, die Bremsen. Genau. Das ist auch kein großer Unterschied vom Geräusch her. Ja, und Niklas, was hast du hier gesehen? Ja, hier soll man nicht weitergehen. Ja. Zum Orte, wo wir eigentlich hinwollen. Schaut mal hier. Warum stellt man dieses Schild hier auf? Ja, und kurz darüber ist ja der Ort, wo wir hinwollen. Ne? Genau. Also, es ist nicht mehr weit von hier, aber man soll dementsprechend hier nicht weitergehen. Ja. Und wen will man da jetzt wieder abhalten, da einfach sich auch mit Orten einfach, ich meine, jeder normale Depp, der da vielleicht hingeht und rüberläuft, mit dem könnte schon was passieren. So. Mhm. Mit passieren meine ich im Sinne mit etwas Wohltuendes. Tja, aber das ist genau dieser Weg, meine lieben Freunde. Es gibt ja Leute, die an Orten waren, denen wahrscheinlich viel aktiviert wurde, die auf einmal tote Menschen gesehen haben, nur weil sie einmal an einem bestimmten Ort waren. Genau. Ja, da gibt es definitiv immer wieder, auch inkarnationstechnisch gesehen, wichtige Dinge, wenn ihr an Orte zurückkehrt, die wichtig waren. Wenn das hier der Ottenhai war, der Ottenhain, der Ottenhai, der Ottonen. Genau. Dann werden wir später nochmal darüber reden, aber genau. Ne, das Ott und die Ottonen. Ja, die Otten, die Ottonen jetzt auf dem Weg zum Ottenhain. Ja, und wir sind auf dem Weg hierher und die wollen nicht, dass wir hier hingehen. Genau. Ja. Ja, und erinnert euch, im Heiligtum der Elm, in meinem Video, das ist genau dieser Weg, der jetzt dorthin führt. Dort, wo diese Linie, diesen Kreis, diesen ominösen Kreis, den man ja schon auf dem Satellitenbild erkennen kann, ja, der kreuzt sich dann auf einmal. Und ja, und mal sehen, was uns jetzt erwartet. Wie der Marcel auch schon gesprochen hat zu mir, ja, ich will dahin zum letzten Stück. Was hast du gesagt, das letzte Stück, das letzte Teil? Genau, das letzte Teil erstmal von dieser Serie in Harz, weil wir machen ja dann weiter mit dem Heiligtum der Elm Richtung Stonehenge. Da geht es ja dann noch viel, viel weiter. Dann geht es auch noch weiter nach Berlin. Denn Berlin ist auch mit dieser Anlage verbunden. Und sicherlich werden hier noch viele, viele Videos aus dem Harz folgen. Denn von diesem Punkt aus, von der Canossa-Säule aus, von der Stapelburg aus, gibt es noch viele, 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 sehr viele energetische Linien. Das ist also ja, wie ein riesiges Spinnnetz, muss man sich das hier vorstellen, gerade hier im Harz. Und ja, ja und ich würde sagen, Orte wie Goseck oder die Falkenburg da, die werden mit von unserer Wissenschaft mit 7000 Jahren datiert. Genau. Das ist 2500 Jahre älter als Stonehenge in England. Ne? Genau. Also das muss man auch mal wissen. Das ist jetzt nichts, was wir erzählen. Das ist von unserer Wissenschaft bestätigt. Ja, genau so sehe ich das auch. Ist alles hier im Harzer Vorland. Genau, genau. Ja, und dann entdeckt man sowas hier. Ja, und zu den richtigen Orten soll man sowieso nie. Ja. Da fährt kein Bus hin, kein Touristenbus. Das ist auch kein genau, Parkplatz. Genau. Aber wir haben überlegt, wir sollten vielleicht demnächst auch hier Führung im Harz anbieten. Ne? Ja, da müsst ihr nur eure Fahrräder mitbringen. Genau. oder, genau. Dann werden wir das Reichsgestüt mal etwas ausbauen. Und dann, ja. Nur mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Weil, wie gesagt, wir sind beide das erste Mal jetzt hier. Und
ich bin auch echt gespannt. Und wenn ich das hier schon wieder sehe, guck mal hier, das ist doch künstlich angelegt hier, dieses Teil hier, diese Senke hier. Das war ein alter Weg. Und hier sind auch wieder Steine. Ein riesiger Steinhaufen, aber ein Steinhaufen, der uns ja jetzt wieder alles sagt. Ja, ich bin echt gespannt. Also Niklas, mich würde es jetzt echt wundern, wenn genau aus diesem Kreis ein Quell sprudelt. Ja. Oder irgendetwas. Aber hier geht auch ein Graben lang. Der Bach, das ist der Bach. Und schaut mal hier, hier ist auch wieder ein bearbeiteter Stein. Das ist aber schon wieder der nächste Bach, ne? Der parallel zu dem alten anderen läuft. Also keine 100 Meter weiter nebenan ist genauso ein, genau, ein Wasserablauf gewesen. Ah, was haben wir denn hier? Das wird auch wieder ein Wasserwerk sein. Genau. Wo sie noch mehr Wasser abnehmen. Genau, damit sie es wieder teuer verkaufen können. Mhm. Und sogar dann entenergetisiert, ja? Schaut mal hier, das will ich euch mal zeigen. Alter, ich habe mal so einen Blick. Jetzt gehen wir mal hier so durch diese Haselsträucher und guckt mal hier. Das ist alles künstlich bearbeitet hier. Und die liegen hier einfach so im Wald rum. Hier sind sogar riesige Felsen drin. Und gleich hier in der Nähe von diesen Felsen, die wir hier sehen, Niklas, das ist ganz sicher mal irgendwie ein Wehr gewesen oder irgendwas Künstliches gewesen. Schau mal, das sind bearbeitete Steine. Die sind nicht vom Wasser. So, sonst wären sie ja rund. Wir haben auch wieder ein Gebäude mitten im Wald, im Wald. Genau, und das meine ich jetzt gerade. Und deshalb liegen wahrscheinlich die alten Steine hier. Das hat man dann wahrscheinlich geschliffen, zerstört. Und das, was wir jetzt hier haben, wenn man jetzt sagt, da ist ein Wehr gewesen und das ist ein Wasserstauwerk heute noch. Also, guck mal, was da drauf steht. Ja. Wir sind jetzt hier direkt an den Wolfsklippen. Ja. Und das sind ja Wasserwerke, in denen Wasser gestaut wird und abgeleitet. Wolfsklippen, weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich blende euch das mal ein, meine lieben Freunde. Es gibt ja diese alte römische Statue, der Wolf, der diesen Jungen und dieses Mädchen nährt. Okay. Wo der Wolf wo zwei Menschenkinder an den Brüsten des Wolfes hängen. Mhm. Und das ist ja in Europa bekannt. Und das soll ja angeblich aus dem alten Rom sein. Mhm. Ich meine, das Wasser nährt uns auch, ne? Mhm. Und wir stehen jetzt hier gerade in den Wolfsklippen. Ja. Vielleicht gibt es da irgendwie Parallelen. Da müsste man echt mal schauen. Und ihr merkt ja, das ist ja rein spirituell heute, ohne Vorbereitung. Wir entdecken also das, was wir jetzt hier entdecken, entdecken wir mit euch zusammen. Und ja, ich bin schon wieder, wir sind hochenergetisiert gerade. Ja, und der ganze Ort und was hier von vorher schon wieder alles passiert. Vor allem, wir sind hier eigentlich an einem hochenergetischen Ort, zu dem wir wollen, der erstmal für den allgemeinen Normalbürger nicht betreten werden soll. Dann haben wir hier diese ganzen Gebäude, die sich auch jetzt im Wald hier ziemlich häufen. Ne? Also man hat hier gebaut, gearbeitet, gebohrt, gebaggert, ist eingegangen in den Berg. Genau. Und wer weiß, was er tut, und das wissen sie eben, der kann sowas ganz speziell nutzen. Und hier nur wenige Meter hier drunter muss ja das liegen, wo wir eigentlich hinwollen. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir wieder ein Stück weiter. Kommt wieder durch, ja. Und hier sieht man, warum Bad Harzburg das Bad mit der Burg genannt wird. Denn im hinteren Bereich, hier genau hier hinter, genau dahinter, ist dieses Becken, was Bad Harzburg umschließt. Und dieser Höhenzug hier, genau dieser, hallo, der hat Harzburg umschlossen. Und wenn ihr weiter hinter schaut, dann seht ihr dort, das ist wie eine Durchfahrt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir da mal jetzt hinfahren, oder einen anderen Tag mal, Niklas,
dass genau da ein alter Graben noch fließt. Ja. Ja. Das war früher vielleicht sogar, denn in den letzten Jahren, Jahrhunderten noch so ein Durchlauf, so ein Becken. Und hier seht ihr dann ganz genau, wenn ihr dann durch diesen Durchbruch dann durchschaut, dann seht ihr diese flache Ebene. Und hier bis hierhin ran stand das Wasser. Hier war das Meer. Wir müssen mal hier ein bisschen rüber gehen, Niklas. Da kannst du noch was dazu erzählen. Ja, da sieht man auf jeden Fall den Hafen, wie man hier reinschiffen konnte, je nach Wasserstand. Es war natürlich mal höher, dann floss das immer mehr ab. Ne? Das hat auch gedauert. Aber man sieht diese natürliche Hafenform, die man reinschiffen konnte, in der man sicher war. Und ich habe dann irgendwann drüber nachgedacht. Ich kannte früher mal eine Frau, die kam aus Porta Westfalica. Porta? Ja. Westfalica in Deutschland. Genau. Ich mir damals schon mal, was ein Schwachsinn. Ein Hafen? Da? Wo? Irgendwo ja, dort? Genau, genau. Und dann habe ich das mal zufällig gefunden, jetzt über ja, die Flat Maps, die genau, ihr aus den Videos kennt. Genau. Und wenn du da den Wasserstand halt eingibst, ne, dann siehst du, wie Porta Westfalica ein geschütztes Hafenbecken ist. Und daher kommt auch der Name. Genau. Porta Hafen Westfalica. Genau. Und je nachdem, ob du dann 50 Meter hoch oder runter gehst mit dem Wasserspiegel, verändert sich das Becken dann halt, wird kleiner, wird größer. Genau. Teilweise hast du davor dann nur komplett Meer, ja, nichts anderes mehr, ein paar ja, vorgelagerte Inseln. Ja, genau. Ja, und so war das hier halt eben auch, je nachdem, wie das dann halt war. Und so mehr genau, sich das Wasser zurückzog, kann man dann halt schauen, wo sich neue Sachen bildeten. Genau. Was ich auch noch sagen will, ist vielleicht solche Orte wie Wernigerode. Wir haben immer dieses Rode. Ne? Und da sagt man ja, da wurde der Wald gerodet. Ja? Natürlich, aber auch weiter vorliegen gibt es in flachen Bereichen dieses Rode. Ja, was ist denn mit den Rudern ran, mit den Roder ran oder den Rude? Hm. Weil es war damals A, E, U, I, war gleich. Das genau, konnte man tauschen in den Konsonanten in der einen Sprache. Das heißt, Rode war auch Rude oder Rade. Und wir finden ja auch das Rede überall wieder. Genau. Das habe ich ja schon genau, gezeigt in dem Video, dass hier auch Orte mit Rede sind, also am Wasser. Und man sagt uns natürlich, da wurde der Wald gerodet. Ja, oder und vielleicht da, wurde er auch gerudert. Genau, da habe ich ja gerade noch eine Eingebung als Segler. Ja. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn, das, wenn der Harz hier komplett umschlossen war vom Wasser, dass man in bestimmten Teilen und Regionen gar nicht segeln konnte. Hm. Man hat hier sehr oft den Westwind, hm, ja, den haben wir zum Beispiel übrigens elbaufwärts, da werden wir demnächst noch ein Video machen, wenn wir dann endlich unser Langschiff gebaut haben, wenn wir dann die Elbe hinabfahren, dann werde ich euch das zeigen, wie die damals auf der Elbe auch gesegelt sind. Denn die Elbe, fast von Hamburg bis nach ja, Tschechien hoch, hat zum großen Teil Westwind. Mhm. So, und dieser Westwind ist immer elbaufwärts gewesen. Das heißt, es war für den Segler eine Hilfe, dort eben auch die Elbe hinauf zu segeln. Ja? Mhm. Denn da ist dann der Wind entscheidend, nicht die Strömung. Ja, genau. So. Ja. Und genau das mit Rudern könnte sein, dass die im Harz halt einfach mit ihren Langschiffen auch nur rudern konnten. Ja? Mhm. Weil wir ja oft Kreuzwinde haben, andere Winde haben, wo wir halt nicht so perfekt segeln können wie auf dem offenen Wasser. Ne? Ja. So, jetzt fahren wir ein Stück weiter wieder mit den ja, Reißrössern. Ja. Ja. Wir wollten es euch nur mal zeigen, dass wenn ihr die Augen offen haltet und auch die Ohren und eure Sinne freien Lauf lässt, dann seht ihr genau das, was wir jetzt hier gerade sehen, nämlich ein riesiges Becken. Da unten ist sogar noch Wasser. Oder ist das eine Solaranlage? Das könnte auch eine Solaranlage sein. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr dieses tiefe Tal hier. Und hier, wie gesagt, dieser Höhenzug hier, wo ist mein Finger? Dieser Höhenzug hier, einmal komplett durch, das ist dieses Bad. Und genau dahinter, hinter diesem Höhenzug, liegt Bad Harzburg. Ja, ja, gut. Also, weiter geht's. Ja, das mit dem Rode ist interessant, da habe ich jetzt noch nicht weiter nachgeforscht. Da könnte man wahrscheinlich mehr zu sagen, wenn man da mal in die Sprache noch ein bisschen tiefer einsteigt. Genau. Aber Ruß heißt ja auch Ruderer, ne? Ja. 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 Siehst du. Es kommt langsam zurück. Aber das findest du dann noch. Ja, natürlich. Ja, hier wird nichts ausgelassen. Hier wird nichts geschnitten. Ah, ja, sehr ja, schaut euch mal diese Eichen an hier. Ja, hier sieht man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser, Niklas. Wenn wir dann nochmal hochfahren. Ja. Nächsten Punkt. Schauen wir mal, wie weit wir sind. Also, bis gleich, Freunde. Wie flach das dann halt weitergeht, ne? Genau. So, meine lieben Freunde. Hier seht ihr das nochmal ganz genau. Übrigens ist dort oben
was dort pyramidal aussieht, genau zwischen diese beiden Bäume, ist die Harzpyramide. Seht ihr das? Und wir haben hier alles geballt. Wir haben hier die Harzburg, wir haben hier diese Linie, denn wir befinden uns jetzt gerade auf dieser Linie Richtung Elbauen, Heiligtum der Elben. Und nun schaut euch das Tal an. Es ist eine flache Ebene. Und erst hier, wo dieser Wall beginnt und wo wir diese sogenannte Durchfahrt haben, da geht es dann erst an die Klippen, an den Klippen des Harzes, wo das Wasser denn sein Ende fand und wo das Wasser den Harz umschlossen hat, das Herz. Und wenn ihr euch genau auf diesen Punkt stellt, hier oben herkommt, und ihr stellt euch genau hier hin, ihr könnt ja auch mit eurer Liebsten mal verweilen, oder? Selbstverständlich. Genau, ist ein wunderschöner Ort hier. Dann könnt ihr erst eurer Familie, eurer Liebsten mal zeigen, wie die Welt wirklich war. Beeindruckend, oder? Das ist sehr beeindruckend, ja. Ja, und dort hinten seht ihr Bad Harzburg. Und wenn ihr genau jetzt hinschaut, dann seht ihr auch, guck mal, Niklas, das kann man sogar jetzt sehr gut erklären sogar, weil, schaut euch mal diese Höhenlinien an. Diese Höhenlinie von dem Wall. Ja, das ist jetzt die Oberkante von dem Wall. Und genau auf dieser Oberkante stehen auch die alten Bauwerke von Bad Harzburg. So, weil das untere Tal wurde erst viel, viel später bebaut. Aber diese alten Bauten und die Harzburg an sich als solches, die dort oben stand oder immer noch steht, das war alles vom Wasser umgeben. Und genau deshalb haben die das immer oben in den Klippen reingebaut. So ist auch das Schloss Wernigerode entstanden. Weil man sich ja bis heute fragt, wie hat man das mit Fuhrwerken, diese Riesensteine, diese Megalithen nach oben geschafft. Mhm. Ja, wenn aber die Wasserlinie viel höher war, dann macht das auch alles Sinn, ne? Ja. Und da können wir nochmal die Klänge durchgehen. Rode, Rade, Riede, Rede. Das hat alles viel mehr mit Wasser zu tun als mit Roden. Weil die Rade ist Wasser, die Riede ist Wasser und die Rede ist auch Wasser. Genau. Und Rode, Rodern, Rudern. Rude ist ja auch wieder der Vokal, der damit zugehört. Weil genau. Die gleich waren. Ja. 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 Ergibt total Sinn. Ja. Ja. Die sind die durchgerudert. Ja, und wenn man sich auch so alte Aufnahmen anschaut, dann siehst du das auch. Ich hatte also dieses Video, diese Rugard auf Bergen, dieses ehemalige Heiligtum, was ja heute als slawische Festung oder als Festung beschrieben wird, was ja keine Festung war, sondern ein riesiges Königsgrab. Da war das ähnlich. Wenn du dir die alten Aufnahmen anschaust, dann siehst du genau, dass diese ganzen Schlösser und alles, was dort antik und wirklich alt ist, dass die alle vom Wasser umgeben waren. Und das hat man halt im Mittelalter, wo das Mittelalter, das sogenannte Mittelalter begonnen hat, also nach dem Großen Krieg, wo dann das Atlantis zum großen Teil vernichtet wurde, und wer weiß, wie auch immer sie das gemacht haben, das Wasser genommen haben, damit diese ganzen Anlagen nicht mehr funktionieren, dann hat man ja angefangen, die Geschichte neu zu schreiben. Und deshalb findet man ja viel, viel Vergangenheit und viel Geschichte. Denn Geschichte ist ja nicht die Vergangenheit, das ist eine Geschichte, also mehr oder weniger eine Geschichte, also so naja, eine indirekte Lüge, kann man sagen. Ne? Hm. Ein Märchen findet man ja nur in den Kirchenbüchern. Ja. Das findet man nicht ohne Grund dort. Und ja. Die haben das alles vernichtet und die haben alles umgeschrieben. Ja. Und dann so Dinge wie das Voynich-Manuskript oder wie letztens der Lenz Linde dort dieses alte Lexikon, ja, was war das? Was hat er dort gefunden? Dieses, wo dieser Meereshöhen, wo das sogar genau beschrieben wurde, wo das Wasser zurückging in seinem letzten Video. Was war das? Wie hieß das nochmal? Historiker. Irgendwas mit Historiker, genau. Genau, Historiker. Genau. Das sind dann zum Beispiel Schriften, die man dann irgendwo findet, die man nicht vernichten konnte, weil sie vielleicht irgendwo versteckt waren oder verschollen waren. Dann ploppen die wieder auf. Und dann erzählt man, naja, das Voynich-Manuskript kann man nicht übersetzen, das ist eine Geheimschrift. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich würde sagen, wir fahren weiter, ne? Ja. So.
meine lieben Freunde. Genau. Raupen haben sich dann auch mit nach oben geschlichen. Die Raupe? Ja. Die sitzen seit den letzten Viertelstunde hier, ist die hier am Herzen unterwegs. Genau. Alles mit aufgestiegen. Die Raupe. Die hat sich gesagt, sie fährt jetzt einfach mal mit als Fahrgast. Ja. Ja, und wird in den anderen Raupen hier oben erzählen, sie ist mit den Königen, mit den Göttern nach oben gekommen. Warte mal, Niklas, wir wollen doch das hier nochmal, ich würde das kurz nochmal den Zuschauern nochmal näher bringen. Also wir sind jetzt genau hier am Hals des Körpers. Dort, wo Niklas jetzt hochgeht, das ist der Ring, den man aus der Ferne sieht. Und genau hier kreuzt sich, hier oben auf dem Gipfel, kreuzt sich die Linie mit dem Heiligtum der Elm. Genau hier, geradwegs, hier schaut er mal, da seht ihr das. Wo ist das? Da, genau. Da seht ihr die Spitze von der Harzburg. Und die Harzburg liegt genau dazwischen, sagen wir es mal so. Und da steht auch die Canossa-Säule. Und das ist eine Linie. Und da seht ihr auch, dass das Alte Reich darüber Kenntnis hatte, über diese Linien. Und jetzt was ganz Interessantes. Wir haben ja hier unten entweder Mischwald oder Nadelgehölz, und hier haben wir, genau hier, wo diese Figur ist, haben wir ausschließlich Birken als Pionierbäume. Wahrscheinlich hat man die ja angesät, damit man das überhaupt so ein bisschen verdecken kann. Denn ich denke, wenn das frei wäre, nicht ich denke, sondern ich fühle das auch, dass das frei, wenn das frei wäre, dass man das sehen könnte. Und hier seht ihr diese Pionierbäume, und genau hier, wo der Hals ist, ich blende das dann immer ein, wo ich jetzt stehe. Guckt mal hier, ist eine Lichtung. Also selbst, wo sie hier anpflanzen wollten, hier wächst nichts. Also egal, was die Menschen tun und was hier wahrscheinlich einige Forstämter tun, weil sie es wissen, was hier ist, was sich hier verbirgt, da sieht man, hier ist nichts. Also hier wächst auch nichts. Und es stirbt doch auch gleich wieder energetisch ab. Ja, also hier wächst wieder was und hier wächst wieder nichts. Und hier seht ihr diese Strichmännchen, diesen Körper. Das ist schon echt beeindruckend. Das muss riesig sein. Oder es ist riesig, diese Anlage. Und ja. Und heute sind wir hier das erste Mal. Das allererste Mal. Und jetzt steigen wir hier den Berg hinauf und besuchen das Zentrum des energetischen Kreises. Und mal sehen. Entweder haben wir danach drei Augen, Niklas. Fünf Arme. Oder wir können fliegen. Aber es ist schon erstaunlich, oder? Und vor allem genau, wo ich jetzt stehe. Hier im Hintergrund, da wächst nichts. Siehst du das? Ja. Da wächst nichts. Du wirst von hier auch nochmal einen wunderschönen Hafen, Blick haben, jetzt in den Hafen sozusagen. Ja, das werde ich gleich filmen. Wir müssen aber jetzt kurz die Reichsrösser nach oben heben. So, da seht ihr, wie kräftig hier vorangegangen wird. Da wird sogar mal das Reichsross auf den Rücken genommen. Und wir kurzerhand abgeparkt. Ich muss sagen, wir nehmen das gut nach oben und dann fahren wir hier downhill-mäßig runter. Das machen wir, ja. Dann wird das auch noch wahr, was wir vorhin gesagt haben. Das fühlt sich halt einfach kaputt an. Es fühlt sich einfach kaputt an. Ja, aber ich will mich jetzt erstmal einfach nur mal hinsetzen. So, wir sind jetzt hier so ungefähr beim Mittelpunkt. Der Mittelpunkt lässt sich aber schwer feststellen, da das GPS hier nicht funktioniert. Es fühlt sich zerstört an, zerhackt. Es macht auch ein bisschen betroffen. Ein bisschen ist gut gesagt, also es macht traurig, betroffen. Und desto länger man hier ist, kommt da halt auch eine gewisse Wut. Da oben ist halt wieder der Marcel. Hast einen Mittelpunkt gefunden? Ja. Das ist wie so eine Antenne. Ja, das hatte ich vorhin schon gedacht. Wie so eine Tesla-Antenne, ja. Aber gerade hier oben, hier läuft die Energie zusammen. Hier sieht man, wie saftig das wird, ne? Also, hier ist das Otternheil, ja. Ja, ich merke das jetzt auch schon wieder. Das ist so ein Ort, an dem würde ich sofort an einem Vollmond wieder hinkommen und mich hier hinlegen wollen.
hier sind wir auch wieder sozusagen, ja, hier mit seiner Geliebten herzukommen, ne? Ich hier.